Komm in deine Kraft Nummer 73, Stolz. Stolz entspricht einer Stärkung des inneren Halts. Es bringt uns dazu, uns weiter zu engagieren, weil er einen gewissen Grip mit sich trägt. Eine Kraft, an der wir uns festhalten können. Etwas Unbeugsames, eine innere Stärke, die als Brennstoff für den eigenen Antrieb dient. Stolz kann sehr motivierend und unglaublich schützend sein. Das kommt ganz darauf an, welcher Facette er angehört. Im negativen Sinne kann er in der Suche im Stolz von anderen abhängig machen und in einer Barriere außerhalb der Notwendigkeit durch mangelndes Entgegenkommen vor anderen verschließen. Was wieder gut aufzeigt, dass alles seine Grenze hat und bei Überschreitung ins Negativ umschlägt. Wollen wir den Stolz nun positiv für uns nutzen, sollten wir versuchen, die beiden Extreme in der Mitte zu vereinen. Dabei ist es in allen Bereichen recht klug, mit der Grenze anzufangen und mit dem Bedürfnis aufzuhören, damit man direkt lernt, innerhalb des Umkreises zu bleiben, welcher gute Resultate erlaubt. Das funktioniert wie folgt. Auf der einen Seite sollte man zum Tanken von Selbstvertrauen grundsätzlich stolz auf sich selbst sein können, in Bezug auf seine Leistung oder was auch immer, und sich damit unabhängig von anderen machen. Um das Ganze aufzuwiegen, ist es aber auch wichtig zuzulassen, dass andere stolz auf einen sein können. Es also nicht müssen, aber doch erlauben, weil der Bezug anderer manchmal tatsächlich ausschlaggebend sein kann. Und zwar dann, wenn wir gerade selbst etwas unsicher sind. Das rundet den Kuchen daher ab. Auf der anderen Seite bezieht sich der Stolz auf den Schutz der eigenen Persönlichkeit und hat immer dann einen Sinn, wenn persönliche Grenzen angegriffen werden. Zum Beispiel aufgrund von Betrug oder Respektlosigkeit. Hier gilt es ganz klar, den Stolz einzuschalten, um sich von der Situation zu lösen, indem man eine offensichtliche Wand vorstellt. Um nun nicht in die Übermäßigkeit zu gehen, wäre es angebracht, eine Verbesserung des Gegenübers möglich zu machen, aber auch zu erwarten, dass er seine eigenen Werte vertritt und das eben so weit zu akzeptieren, dass man ihn dennoch in seinem Leben behalten könnte, wenn man es will und er die Grenzen von nun an einhält, anstelle davon unnahbar für ihn zu werden, wobei es manchmal sogar genau das braucht. Es kommt eben einfach auf die Situation an. Zusammengefasst gibt es also zwei Arten von Stolz und beide haben noch einmal zwei Perspektiven, positiv und negativ. Dabei ist nichts davon verkehrt, sondern braucht es lediglich verhältnismäßig aufeinander abgestimmt zu sein, so dass es gewinnbringend sein kann. Das ist auch schon alles. Am Ende liegt der Schlüssel für einfach alles in dir. Ein 10-Stufen-Programm zur Selbsttherapie bekommst du daher in meinen Büchern Meistere dich selbst, bändige die Elemente, erwecke dein Potenzial und gestalte dein Leben. Erhältlich in 3 Formaten auf Amazon. Weiteres spannendes Know-how gibt es regelmäßig auf meinen Kanälen bei YouTube, TikTok, Instagram, Facebook und LinkedIn. Liken, teilen, kommentieren und folgen bzw. abonnieren.